Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 130 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich wollte schon Dragon Age sagen. Ja, und wir sind weiter hier in diesem Dörfchen, wo wir da ankamen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und müssen hier auf Kleinrot warten, die am Abend dann wohl hier in die Bu also hier den Überfall startet. Müssen wir gleich ein bisschen schlafen. Machen wir auch gleich, oder meditieren besser gesagt. Ja, komm, behalte euer Zeugs. Ich gucke nur mal ganz kurz so rund, ob irgendwas Sinnvolles hier irgendwo ist. Ihr könntet ja mal irgendwelche Absurdformeln da irgendwo aufbewahren. Das wäre mal ganz nett. Habt ihr da was am Start? Nicht wirklich. Aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Gut, alles klar, mach ich mal. Ja, nee, komm, da bleibt da drin. Ist mir jetzt egal. Gucken wir mal, wenn die Kleinrot da kommt. Das wird wahrscheinlich nochmal eine spannende Aktion. Meditieren wir einfach mal. Meditieren machen wir aber nicht hier. Und die kommt abends, hat's gießen. Also, gucken wir uns einfach mal hin und pennen. Oder, jo, bis 20 Uhr, das ist abends, würde ich sagen. Und dann muss ich mir direkt die Absurde reinhauen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. So, und jetzt? Soll ich mal schon die Absurde reinknallen, ja oder nein? Bis abends. Muss ich irgendwie Hexersicht anmachen oder sowas? Was ist das? Ein Hund. Hund? Hund? Na gut, alles klar. Was ist mit euch da hinten? Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Die Feiglinge verstecken sich. Hissen sich wahrscheinlich. Willst du je schneller ihr ihn rausrücken? Aha, okay, und jetzt? Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Angeblich hast du viel mit Monstern gemeinsam. Ich lasse nicht zu, dass du ihnen was tust. Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Tu, was du tun musst. Geh, sonst wird Blut fließen. Was hat Bertram dir getan? Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Geh, sonst wird Blut fließen. Na gut, er hat sie ja verraten. Ich bin ein Hexer, mich interessiert das nicht. Jo, Neutralität waren so unter dem Gesichtspunkt. Ich gucke mal, vielleicht mache ich ja wieder einen Fehler, aber ich schätze die mal als eigentlich ganz in Ordnung. Na gut, es ist ein Plünderer, ne? Und ein Bandit. Kann man natürlich auch so sehen. Das Böse hat das Böse angelockt, sozusagen. Aber wer sich mit dem Bösen arrangiert, keine Ahnung. Also meine Begründungen sind teilweise absurd, aber jo, so irgendwie begründe ich das jetzt mal. Wie begründe ich es? Was mache ich? Boah, immer diese Entscheidungen. Bertram, war nicht mit irgendwas noch mit dem. Keine Ahnung. Komm, da holt ihn euch. Ich stehe dir nicht im Weg. Tu, was du tun musst. Gute Entscheidung, Hexer. Ich bin mal gespannt jetzt. Siehst du? Schnell und schmerzlos. Das ist für dich, für dein Verständnis. Auf geht's, meine Herren! Jo. Ob die uns noch so toll hier leiten können oder so? Ich glaube nicht. Quest abgeschlossen, Kleinrot. Mal gucken. Für die Banditen? Schafft eure Verschwinde! Frauen weg, da kommt ein Hexer. Dich! Sofort! Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. So ist es. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen, so lange ist Novigrad sicher. Nö, dann war es ja in Ordnung, was wir da so getrieben haben. Achso, jetzt komme ich in die Gebäude nicht mehr rein, weil die abgeschlossen sind, oder was? Ah, ne, doch, ne? Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Das ist das Gasthaus hier. Kann ich mit dir nicht reden? Nö. Na gut, alles klar. Da hat sich das ja erledigt. Jo, mach ich, jo. Bleib ganz locker. So, da würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz nochmal auf die Weltkarte, was wir noch in diesem Part machen könnten. Ich bin jetzt nicht so super toll vorbereitet. Da ist wieder der fliegende Händler, oder was?
der da rumreist. Ich könnte natürlich hier einfach mal so drüber laufen. Das würde mich auch interessieren, was hier unten los ist. Dann könnte ich hier hinreisen und dann einfach mal hier so entlang laufen. Weiß ich nicht. Oh, es gibt noch so viel zu sehen, auch hier unten oder diese Burg da oder was auch immer. Ja, ich glaube, so machen wir es. Ich reise jetzt gleich zu diesem komischen Imkerei-Honigwarp. So machen wir es. Ist hier eine, ja genau, ist hier, gut, alles klar, direkt hinter mir. So, das werde ich mir jetzt merken können. Genau. Machen wir mal die Schnellreise. So, zu der Imkerei. Feuer frei. Hat sich sogar fast gereimt. Und dann gehen wir direkt hier über die Brücke oder was es ist, keine Ahnung. Ich glaube, das waren wir mal. Und von dort aus bin ich dann nach oben abgedriftet und habe mich mal oben umgesehen. Aber das sind wieder relativ heftige Monster, so in Anführungszeichen. So, ich muss Absuden nutzen. Wir haben 0.40 Uhr. Das ist natürlich weniger schön. So, wir meditieren auf jeden Fall mal. Bis zum nächsten Morgen. Wo ist die Uhrzeit wieder? Ah, da. Ja, Mann. Oh, 7, 8 Uhr. Jo, passt schon. So, sehr schön. Da sind wir wieder. Gucken auf die Weltkarte. Machen uns eine Markierung, wo wir hin wollen. Wir wollen ungefähr hier hin. Sehr schön. Ne, hier hin. Eigentlich noch genauer hier hin. So, da wollen wir hin. Und im Inventar werde ich jetzt die Absude nutzen, die wir da brauchen. Das habe ich ja gesagt, mache ich jetzt immer aus dem Inventar raus. Also einmal das Erscheinungsabsud. Ne, Nachterscheinungsabsud. Das wollen wir nutzen. Wird bei jedem getöteten Gegner erhöht. So ist es. Und es greifen Absud. So ist es. Ganz genau. Haben wir irgendwas anderes, was noch ganz cool wäre? Beast-Absud, Gorgo-Absud. Nee, auch nicht. Nee, dann ist alles klar. So machen wir das. Plötze, komm bitte. Plötze? Plötze. Plötze ist in den Büschen und ich sehe ihn nicht. Hallo, Plötze. Ah, jetzt, okay. So, und dann reisen wir mal Richtung Grün. Ja, da ist diese kleine Brücke angesprochen. Sehr schön. Gucken wir einfach mal, was uns hier so erwartet. Ob vielleicht irgendwas Neues auf der Karte angezeigt wird. Hier ist die Windmühle, die ich auf der Karte auch sehen konnte. Also irgendein Gebäude, da konnte ich da nur sehen. Da ist wieder der fliegende Händler, der immer wieder an uns vorbeibrettert. Ah, ist schon cool gemacht, ne? Ich kann es nicht oft genug sagen. Tanzende Windmühle, neue Markierung. Ah, cool. Kann ich auch direkt hinreiten. Reisen, so. Vielleicht ist ja hier irgendwann mal was zu machen. Die Felder sehen sehr schön aus. Da ist irgendwas Rotes im Wald. Was Rotes im Wald? Klingt auch ein bisschen merkwürdig. Ja, ist absolut Donnerwetter, was hier abgeht. Oh, Banditenlager. Stufe 7. Sehr schön. Komm, da steigen wir ab und machen die schön kalt. So ist es. Ich bin jetzt einfach reingelaufen, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Ich habe noch kurz auf die Karte oder irgendwas geschaut. Und einfach geradeaus Vollgas gegeben. So, Banditen stirbt. Sterbt natürlich. Aber bei mir heißt das stirbt. Strickleiter und was haben wir hier noch? Irgendein Quatsch, alles klar. So, was habt ihr denn da dabei? Manuskript verbesserter Drachentraum. Angriffshandschuhe, okay. Sehr schön. Verbesserter Drachentraum ist dahingehend schön, weil es wieder meine Vergiftung steigert. Meine maximal mögliche Vergiftung. Was ist mit dir? Oh, Bandit, der nicht eingegriffen hat. Hast du noch geschlafen oder was? An die Arbeit. Bleib mal ganz cool. Tschüss, Kollege. Das Greifenabsud läuft jetzt auch schon relativ lange. Da ist doch gar keiner mehr, Geralt. Bleib ganz cool. Da ist niemand. Was auch immer der da sieht. Ja, das war's dann schon hier. Sehr schön. Und hier irgendwo, irgendwas wollte ich noch im Inventar. Genau, diese Angriffshandschuhe mal kurz schauen. Also wir haben hier diese raulichen Waffen gefunden und diese Angriffshandschuhe. Die gar nicht mal so schlecht sind, aber auch nicht gut. So, gut, alles klar. So viel dazu. Jetzt wollte ich nochmal kurz auf der Weltkarte nachschauen, wo wir hinwollen. Und zwar dahin. Sehr schön. Dann machen wir das doch. Gucken wir mal, was für ein Ort da auf uns wartet. Ob ich da. Dort war ich noch nie, oder? Ziemlich sicher war ich dort noch nie. Mädchen. Hallo Mädchen. Was machst denn du hier oben? Oh, macht's. Okay. Nee, du sollst deine Schwerter. Alness. Okay. Gucken wir doch mal, was hier los ist. Wurde gestern reingerissen. Kommen Sie nur in die Passierschale. Sie klauen sie. Diese Kerle. Schon cool, wenn man die Atmosphäre mal so ein bisschen mitnimmt. Gucken wir mal, was sie hier so ans Anschlagbrett gemeißelt haben. Ist da irgendwas Sinnvolles? Nilfgaardischer Unterricht. Ihr habt nichts verstanden. Sprache, bla, könnt ihr lesen. Ist, glaube ich, nicht wichtig. Wurstfleisch zu verkaufen. Mein Esel hat zwei Krippen zur Auswahl. Eine Handvoll Hafer, die andere voll Stroh, bla.
Aber der sture Kerl ist verhungert. Der Kadaver ist noch frisch und taugt für Würste. Wenn ein Metzger Bedarf hat, komme er zu Kobe. Bekanntmachung. Der Unterzeichner erinnert hiermit daran, dass jedwede Hilfe für Zauberer, Zauberin, Alchemisten, Weidler, Kräuterkundler, bla 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 oder Ketzer gegen das ewige Feuer strikt untersagt ist. Wer von Individuen Kenntnis hat, die solche Hilfe leisten, hat sofort die Hexenjäger zu informieren. Jo, wissen wir schon, weißes Haar, ich zaubere ein Lächeln auf dein Gesicht. Ich stelle jede Frau mit weißem Haar zufrieden, egal wie alt, welchen Volks, welcher Erscheinung. Ob ich dich ins Heu werfen oder kluge Konversationen mit dir führen soll, ich mache alles. An meiner Gesellschaft interessierte Damen können mir an diesem Anschlagbrett eine Nachricht mit ihrer Adresse hinterlassen. Wenn ein strammer Bursche namens Ordin bei dir klopft, das bin ich. Imker gesucht. Ich suche einen fähigen Imker, meine Bienenzucht zählt zu, ja bla, irgendwas, arbeite gegen Essen, ich bin aus Wählen hierher geflogen, ich habe nichts zu essen, ich tue alles, dass mir, dass er Essen bekommt. Nicht erkundeter Ort, echt, warum? Warum habe ich jetzt einen nicht erkundeter Ort dadurch freigeschaltet? Muss ich das verstehen und wo ist der? Ist der jetzt gerade hier in der Nähe? Ja, direkt hier. Okay, dann gehen wir mal hin. Was auch immer damit zusammenhängen könnte. Ist das vielleicht dieser Typ da, der diese komischen, unmoralischen Angebote da macht? Hä? Oder der Imker? Oder irgendwas ganz anderes? Auf jeden Fall ist es da oben auf dem Berg. Und es ist vielleicht ein Ort der Macht. Vielleicht ist es einfach mal ein Ort der Macht, weil ich was gelesen habe. Völlig sinn- und planlos. So ist es. Warum? Warum? Das muss mir jetzt echt mal einer erklären. Warum ist jetzt der Ort der Macht da freigeschaltet? Naja. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. So ist es. Sehr schön. Endlich mal wieder einer. Du hast deinen Fähigkeitspunkt erhalten. Das war sehr, sehr sinnvoll. Sind wir jetzt eigentlich so weit, dass man das andere Axi-Zeichen ist erhöht? Sind wir so weit, dass ich das andere da mal nutzen könnte, was ich da skillen wollte? Ich weiß es nicht mehr genau. Sorry, Leute. Nee, so nicht. Verbrauchte Punkte 5. Nee, ich bin auch im falschen Baum hier. Verbrauchte Punkte 8. Nee, tatsächlich. Ich könnte jetzt das nächste da. Oh, das könnte ich sogar auswählen. Okay. Werden Mutagenabsude konsumiert, erhöhen sie für eine bestimmte Wirkdauer die maximale Vitalität um 200. Das heißt, wenn ich das jetzt skille, was ich jetzt mache, möchtest du diese Fähigkeit erwerben? Jo! Und ich diese Fähigkeit jetzt worin setze? Hier oben reinsetze, weil sie auch grün ist, müsste ich eigentlich 5800 Lebenspunkte haben. Naja, zumindest mal so Quatsch, es ist ja hier hochgegangen. Stimmt das, was ich da gerade berechnet habe? Ne, Moment mal ganz kurz. Ich muss diese Fähigkeit mal rausnehmen. Dann ist klar, 150 Lebenspunkte gehen weg. So, machen wir mal weg. Ich habe doch mehrere Absude. Ach, das wird nicht aufsummiert, oder was? Ich habe doch mehrere Absude jetzt drin. Es geht nur 200. Werden Mutagenabsude konsumiert, erhöhen sie für eine bestimmte Wirkdauer die maximale Vitalität um 200. Also bekomme ich nur die 200, dann bin ich bei 5600 plus noch einmal die 150 Bonus hier raus, was das Ganze etwas schlechter macht. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ich glaube schon, ne? Okay, schade. Und jetzt fehlt mir noch mal das Angriffsdingens, das muss ich halt wieder hier unten reinsetzen, ne? Klar. Naja, ein bisschen besser sind wir geworden, aber nicht so gut wie erhofft. Ich habe jetzt gehofft, dass das doppelt zählt, was es nicht macht. Weil ich ja zwei Absude konsumiert habe. Oder er wird es neu, wenn ich es neu mache, vielleicht dann neu berechnen. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder ein bisschen Lebenspunkt dazu bekommen, was uns nochmal ein bisschen unanfälliger macht. Und ich laufe sinnlos in die Brerie. Wahnsinn. So, was ist hier noch? Das Ding könnten wir uns noch ansehen, diese zwei Orte generell, die ich absolut noch nicht kenne. Gucken wir uns das doch einfach mal an, was das hier unten ist. Keine Ahnung. Laufen wir gerade hin. Da bin ich jetzt echt enttäuscht. Ja, gut, es ist in der Mehrzahl schon, es wird in der Mehrzahl beschrieben. Wenn Absude konsumiert werden, erhöht das bla 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 um 200. Von der Warte her eigentlich richtig, dass man sagt, okay, ich bekomme es nur einmal als Bonus, aber nervt. Weil meine Skillung ist jetzt so ein bisschen darauf aus, wenn nicht, muss ich irgendwann umskillen, ne? Hat Anwesen der Wegelbutz. Warum sagt man das was? Da war doch was mit denen. War da nicht mal was? Und warum laufe ich so komplett falsch? Die Wegelbutz. Wegelbatz, keine Ahnung.
Ich versuche jetzt einfach mal vorne reinzulaufen, logischerweise. Das ist vielleicht sinnvoller als durch den Hintereingang. Mal gucken, wer oder was uns hier vorne begrüßt. So, Anwesen. Dina. Jo. Ach, das war die Geschichte hier. Ah, okay. Hier war das Rennen oder was. Hier waren wir einmal gewesen. Anwesen der Wegelbutz. Ja, wie gesagt, da waren wir mal. Jetzt kann man hier da irgendwo reinlaufen oder was. Ich habe die Hexersicht mal an. Wachen, lasst ihr mich durch. Jo. Hier auch noch. Nee, klasse. Also wird das wohl später mal storytechnisch relevant sein. So, einen Ort der Macht haben wir ja mal gefunden. Ich könnte natürlich auch überlegen, mal ein bisschen umzuskillen. Mal so 1000 Gold zu nutzen und da mal so eine kleine Umskillung zu starten. Weil ich ja ein, zwei Punkte auch investiert habe in Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich mehr nutze. Da hätte ich wenigstens die Punkte wieder frei. Wäre zumindest mal eine Idee, ne? Du kannst da runterspringen. Und dich abrollen und hier den Busch sammeln. So ist es. Dann war hier hinten noch irgendein Ort oder Mühle. Gut, jetzt wird es ein bisschen sinnloser, das Ganze. Schade. Ist aber nicht... Ne, ist nicht freigeschaltet. Ah, hier ist direkt noch ein Ort. Ist das die Windmühle oder was? Ne, das ist noch ein Ort vorne dran. Okay, und dann kommt die Windmühle nochmal eins hinten dran. Ja, gucken wir uns einfach noch ein bisschen um. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. So, Büsche sammeln, immer wichtig. Und einen neuen Busch sammeln, auch wichtig. So, habt ihr hier eine Quest für mich? Oder irgendwas ähnliches? Kerstruff. Und da ist eine Quest. Welch Wunder. So, was ist hier los? Was willst du von mir? Oh, hallo? Hä? Ah, der hier? Was ist denn hier los? Geht dich nichts an, klar? Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich, aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Na okay, dann machen wir das jetzt mal. Sonst kommen sie raus. Oh, was war das? War das Ghule oder was? Was jetzt, du Stück Dreck? Eine Scheune voll Ärger. Da machen wir doch gerne was. So, bam. Ghule. Und was haben die da aufgelegt? An irgendwas haben die sich ja da ergötzt. Keine Ahnung. Irgendwas nicht so Tolles. So, ich würde sagen, ich lade mich nur kurz auf, bevor da noch irgendwas auf... Oh, schon wieder der falsche Zauber benutzt. Egal. Naja, ging ja auch so ganz gut. Das war's eigentlich hier, ne? Würde ich doch mal fast behaupten. Ja, ich kann... Türen auf! Ich kann aber hier noch was untersuchen und das mache ich auch. Aber das werde ich machen im nächsten Part. Dann gucken wir uns an, was denn hier so rumliegt. Ja, was die Ghule hier zerfetzt haben oder... Ja, oh Gott, das sieht echt nicht so cool aus. Ja, wie gesagt, das machen wir im nächsten Part. Bin ich echt mal gespannt, was vielleicht die Typen da draußen uns verheimlicht haben. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.